Tja, so schnell kann man im Minus sein. Armer Chip, aber gleichzeitig auch nicht armer Chip. Gut gelaufen, dass er gestorben ist. Er wollte Lara nämlich zerquetschen, wie es aussah. Naja, ihr Lieben. Aber damit herzlich willkommen zum Level 40 Faden. Ich muss erstmal gucken. Ah, da sind die Fässer, okay. Früher, weiß ich noch ganz genau, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, beziehungsweise mein Vater das gespielt hat und ich zugeguckt habe, da wussten wir erstmal gar nicht, was sollen wir hier machen. Scheiße, hi. Hi. Kleiner Hai. Düm, düm, kleiner Hai. Da sind wir irgendwie hier immer nur im Kreis geschwommen, wussten gar nicht, was wir machen sollen. Und dann haben wir in die Lösung geguckt. Und dann stand da so, ja, folgen Sie den rostigen Fässern, bla bla bla. Und beim Anker ist der Eingang zur Rettung sozusagen. Ja, das ist hier. So, kurz Luft schnappen. Aber nicht so lange warten, denn die Haie kommen sonst nach. Wir können aber eben speichern. Wie gesagt, ganz einfach auch, weil wir es können. Wenn die Haie uns hier erwischen, ist natürlich alles andere als gesundheitsfördernd. Ich wusste gar nicht mehr, dass man nach oben muss, aber ich habe es ja schnell herausgefunden. Das finde ich gut. Gut. Gut, 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 gut. So, hier müsste jetzt ganz hinten ein Schalter sein. Das weiß ich hingegen noch ganz genau. So, schneller, schneller, schneller. Bevor der Hai entdeckt, wie lecker doch Laras schmecken können. Genau, dann jetzt hier runter. Alter, wie lange muss ich denn noch insgesamt tauchen? Hilfe! So, ich glaube, hier sind wir auch erstmal sicher. Erstmal. Hier, blub. Ich glaube, hier kommen die Haie nicht rein. Glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ach ja. Die guten Wasserlevel. Ich mag sie eigentlich gar nicht. Weil hier alles so rostig ist und so und... Ach, das mag ich einfach nicht. Ich mag es nicht. Wie Chris sagen würde in Holy Trinity. So, jetzt ziehe ich hoch. Und hier. So. Ja, toll. Da will man es mal elegant machen. War das schon wieder nix. So, alle hoppa. Okay, ich wollte eigentlich die daneben, aber so ist auch okay. Bin ich mit einverstanden? Und ja. Alter, geht da unten die Party ab. Ha, ist ja einfach auszulösen. So, wollen doch mal sehen, ob wir euch ein bisschen Blei verpassen können. Ja, das war ein Treffer. Wunderschön. Ich glaube, ich sollte mich weiter mal so positionieren. Ja, er läuft wieder im Kreis. Ach, ist das schön. Ich mag Gegner, die im Kreis laufen. Vor allem, wenn sie so gefährlich sind wie der Idiot da. Na komm. Ach ja, was macht ihr heute noch so? Ja, kommen Sie zu. Tu mir einen Gefallen, stirb schneller. Auch die letzte Part, den ich für heute aufnehmen kann. Deswegen würde es mir einen großen Gefallen tun, wenn du jetzt mal eben abkratzen könntest. Danke, geht doch. Alter, mach doch nicht so einen Stress. So. Und jetzt kommst du dran, mein Freund.
Das ist schön. Wunderschön. So. Aha. Dankeschön. Und hast du auch was verloren? Wo auch immer du jetzt gerade gestorben bist. Ah, da. Jawohl, ja. Aha. Das ist schön. Ich meine, nicht so schön. Ich hätte mich über andere Sachen mehr gefreut, aber es ist ein Anfang. So, das ist ja eine Schräge, deswegen... Komme ich da so ran? Ja, komme ich. Das ist doch schön. Hier sieht man ja auch schon ganz gut, dass es Kopf steht, ne? Mit dem Geländer hier an der Decke. Nur mal so für die, die es interessiert. Das wird man aber später noch genauer sehen können. Und oh je, die Stelle. Ich mag die Stelle nicht. Weil hier so viel auf Zeit geht. Oh je. Und wegen diesen scheiß Rohren hier auf dem Boden ist es auch nicht immer so leicht zu schaffen. Hier ist das. Hier ist das. Ja, jetzt bin ich zu schnell gelaufen. Auf jeden Fall, Wasser ist halt was Wichtiges, was wir brauchen. Nur so viel sei gesagt. Hier ist doch die andere Tür, oder? Nein, eben nicht. Deswegen ist ja auch die Abkürzung natürlich in der Mitte. Und hier ist dann das Feuer, genau. Verdammt. Ist dann hier die andere Tür, Fragezeichen? Ja, ist sie. Oh, ich werde mich hier so verlaufen, Leute, ganz ehrlich. Ich komme hier einfach nicht zurecht. Es ist so. Allerdings weiß ich nicht, ob der Schalter ganz am Anfang auch direkt schon wichtig war oder nicht. Das werden wir jetzt gemeinsam herausfinden. Huey! Okay. Wie man einfach mal keine Ahnung hat, was passiert ist. Wo war das nicht eine Secret-Tour hier vorne? Verdammt. Ja, war's. Fängt ja schon mal gut an. Aber hey, ich habe mich immerhin an die Secret-Tür erinnert. Rohre. Na komm, für den letzten Part noch ein bisschen was schaffen hier. Ja, Gott sei Dank. Hat noch gerade so gereicht. Ach, hier ist ja schon das. Auf jeden Fall speichern. So. Hallo. Oh, Manu. Hi. Hi, hi. Lasst mich. Ich bin auch ganz lieb zu euch, deswegen könnt ihr auch ganz lieb zu mir sein. Naja, immerhin, hat ja geklappt. Das Atmen klang gerade voll komisch, aber egal. Okay. So, und dann hier. Genau. So, wenn wir diesen Schalter hier betätigen, geht das Chaos sozusagen richtig los hier mit den 1000 Zeittüren und sowas. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie lang dieser Part ist, aber sonst wird es halt ein extrem kurzer Part. Denn ich habe einfach noch was zu tun und ich wollte es nur eben hier mal schon mal anspielen. Deswegen, sorry, wenn es jetzt sehr kurz geworden ist, aber es gibt auch andere kurze Parts, von daher scheiß drauf. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem schon mal Spaß. Und seid auf jeden Fall gespannt auf den nächsten Part, wenn ich dann verzweifeln werde an diesen Türen, an dieser Türenscheiße hier. Naja, wie auch immer. Bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Bye, bye.